Mutter. Ich meine deine leibliche Mutter, die dich dahin gebracht hat? What? Ja. War sie auch dabei, oder? Nein, sie war nicht dabei, wenn es passierte. Sie hat dich hingebracht und ist dann einfach gegangen? Ja, oder wenn es in dem Haus von dem Vergewaltiger passierte, wo es einen Fernseher gab, dann hat sie sich diese Serie Les Feux de l'Amour angeschaut oder einen Kaffee getrunken oder solche Dinge. Annemasse, eine französische Stadt am Genfer See. Hier wächst Deborah auf. Hier wird sie von ihrer leiblichen Mutter an Männer verkauft, regelrecht verschachert. Wir fahren noch einmal zu dem Haus ihres Peinigers. Sein Name Yannick Lanuzel. Der pensionierte Grundschullehrer wird wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Deborahs leibliche Mutter verbüßt eine Strafe von 6 Monaten. Die Interviews meiner Kollegin Laurence Benoît mit der heute 15-jährigen Deborah gehen über Stunden. In diesem Film müssen wir uns auf die wichtigsten Auszüge daraus beschränken. Wir haben geglaubt, es sei unsere Schuld. Warum? Wir dachten, wir hätten etwas Böses getan. Ihr habt geglaubt, es sei eine Strafe? Ja. Es ist nicht das erste Mal, dass wir von solchen Schuldgefühlen hören. Die geschändeten Kinder werden in einen Angstzustand versetzt, der sie anderen gegenüber verstummen lässt. Eine Methode, die die Täter bewusst praktizieren, um sich selbst zu schützen. Unsere Recherchen führen uns zu einem weiteren Fall. Robert. Den Namen des Jungen haben wir aus Sicherheitsgründen geändert. Er ist 4 Jahre alt, als er zum ersten Mal sexuell missbraucht wird. Robert lebt mit seiner Mutter Françoise an einem geheimen Ort. Viele Monate vergehen, bis der heute 9-Jährige über das reden kann, was ihm angetan wurde. Gibt es etwas, was du unbedingt sagen möchtest? Dass mein Vater ins Gefängnis soll. Warum möchtest du, dass er ins Gefängnis geht? Weil er böse zu mir war. Und wenn er im Gefängnis wäre, was würde das für dich ändern? Ich wäre frei. Ich könnte meine Oma sehen, mein Zimmer. Ohne dass er mich schlägt. Ohne dass er gemein zu mir wäre. Robert sagt, sein Vater habe ihn mehrfach vergewaltigt. Trotz zahlreicher Zeugenaussagen und medizinischer Gutachten kommt es nicht zur Verhandlung. Die Justiz glaubt den Aussagen des Kindes nicht. In dem Dossier des heute 9-jährigen Robert finden wir das folgende Protokoll einer Psychologin. Ich habe gespürt, dass Robert gelitten hat, während er darüber sprach. Robert hat mir gesagt, dass man ihm sogenannte Korken in den Popo gesteckt hat, auch dass man ihm am Penis wehgetan hat. Ich habe ihn gefragt, wie. Er hat mir geantwortet, man hätte ihn am Pipimann gezogen. Robert erzählte, dass man ihm Spritzen mit einer violetten Flüssigkeit verabreicht hat. Ich habe ihn gefragt, mit wem er zusammen war. Er hat mir geantwortet, mit seinem Vater. Und dass noch andere Männer bei ihm waren. Robert erkennt dieses Haus wieder, in Nonancourt bei Paris. Hier sollen sein Vater und die anderen Männer zahlreiche Kinder über die Garage eingeschleust haben. Wenn du zu deinem Vater zurück müsstest, was würdest du tun? Würdest du flüchten? Ja, ich würde fliehen. Auch allein? Ja, ich würde es trotzdem versuchen. Du hast recht, das kann ich verstehen. Weil es so schlimm war? Nein, ich habe einfach keine Lust, zu ihm zurückzugehen. Was glaubst du, was er mit dir machen würde, wenn du zurückgehst? Das Böse würde wieder anfangen. Tut er dir sehr weh? Ja.
Das Interview fand unter schwierigen Bedingungen statt. Robert lebt versteckt. Wir mussten ganz behutsam vorgehen, tagelang einfach nur abwarten und uns diskret verhalten. Es hat sehr lange gedauert, bis wir überhaupt drehen konnten, bis die Situation angemessen war und sich der Kleine einigermaßen wohlfühlte. Robert sollte sich sicher fühlen und auf keinen Fall Angst haben. Robert befindet sich an einem uns bekannten geheimen Ort in Südfrankreich. Die Justiz entzieht seinem Vater während der laufenden Ermittlungen das Besuchsrecht. Nach Einstellung des Verfahrens aber wird es ihm wieder zugesprochen. Roberts Mutter Françoise bleibt keine andere Wahl, als ihren Sohn zu verstecken. Ehrlich gesagt, ich konnte mir nie vorstellen, dass meinem eigenen Sohn so etwas Schlimmes widerfahren könnte. Ich habe das Problem Pädophilie ignoriert, so wie die meisten Menschen. Ich glaube, man muss es gelebt haben, um zu verstehen, was das ist, was Pädophilie überhaupt bedeutet. Robert begann nach und nach Sachen zu erzählen. Er sagte, ich habe es satt, zu Papa gehen zu müssen. Ich will nicht mehr zu ihm. Er ist böse. Als ich von Robert das Wort böse hörte, dachte ich erst, sein Vater behandle ihn schlecht. Was ganz schlimm und unglaublich an der Geschichte ist, er erzählte auch von Abenden, an denen sich Erwachsene trafen, die sich verkleiden. Mit Mänteln und mit Masken. Und was mich an seinen Worten besonders schockierte, der Kleine sagte, Papa hat sich verkleidet, aber ich habe sofort seine Stimme erkannt. Und Robert sprach auch von Tieropfern, aber auch von Kindern. Er hat sehr viele Dinge mimisch dargestellt. Er hat gesagt, es wurden Kinder geopfert? Er hat nicht die Worte Kinder geopfert benutzt. Er sagte, sie haben ihr Blut tropfen lassen und sie beerdigt. Wie viele andere Opfer berichtet auch Robert von Kameras. Wir finden seine Fotos auf den CD-ROMs von Sandford wieder. Fotos, auf denen Françoise ihren Sohn eindeutig identifiziert. Aber selbst das ist für die Justiz kein stichhaltiger Beweis, einen Prozess anzustreben. Sowohl im Fall Robert als auch im Fall Deborah wird deutlich, es handelt sich um ein Netz. Ein Netz, das Kinder kommerziell ausbeutet, die dazu benutzt, die Wünsche Pädophiler zu befriedigen. Mit pornografischen Filmen, erotischen Fotos und sexuellen Handlungen mit Kindern. Wo letztlich alles zusammenläuft. Kinder, die wir auf den CD-ROMs gefunden haben, erkennen sich wieder. Beschreiben die gleichen Dinge. Zum Teil identische Personen, obwohl sie sich noch nie begegnet sind. Deborah, die nie aus Annemasse herausgekommen ist, erkennt auf der CD-ROM Robert wieder, der in Paris lebt. Die beiden haben sich nie zuvor gesehen, kennen sich aber trotzdem und beschreiben die gleichen Täter. Robert kommt aus Paris, Deborah aus Annemasse bei Genf. Sie haben sich nie gesehen und trotzdem kennen sie sich. Wohin uns unsere Recherchen auch führen, die Aussagen der Kinder überschneiden sich. Über Monate zeichnen wir ihren Weg nach. Unser Material ist unendlich. Auch Deborahs Stiefmutter Fabienne hält den sexuellen Missbrauch an ihrer Tochter für ausgeschlossen. Sie beginnt erst zu fragen, als ein ähnlicher Fall an Deborahs Schule bekannt wird. Deborah war immer traurig. Sie hatte Magenprobleme, ganz oft Kopfschmerzen.
und weinte ständig. Sie konnte einmal eine Woche lang nicht mehr sprechen, ein anderes Mal nicht mehr laufen. Sie war überhaupt kein fröhliches Kind. Die Leute sagten mir, Deborah fühlt sich schlecht, weil ich nicht ihre leibliche Mutter bin. Das hat mir sehr weh getan. Ich habe sie so aufgezogen wie meine anderen Kinder und einfach alles versucht, um ihr zu helfen. Aber ich fand einfach keine Erklärung für ihr seltsames Verhalten. Heute kenne ich die Ursache. Auf dem Weg nach Saint-Trier am Genfersee. Ganz in der Nähe steht ein Gebäude, von Deborah das Grüne Haus genannt. Hier wurden die Kinder laut ihrer Aussagen nicht nur missbraucht. Die heute 15-Jährige spricht in unseren Interviews von satanischen Zeremonien. Also, es gab einen Tisch und da waren Kerzen und was für Kerzen? Kerzen eben. Und wo waren die? Waren sie überall? Also, da gab es diesen Tisch und rundherum waren die Kerzen aufgebaut. Waren Leute da? Meine Vergewaltiger. Du hast gesagt, sie haben eines der zwei Kinder, die außerdem noch da waren, auf den Tisch gelegt? Haben sie alle etwas gemacht oder war es nur einer? Es war nur einer. War es immer der gleiche? Kannst du sagen, was passiert ist, ohne Details zu nennen? Also, sie haben das Kind zersägt. Sie haben ein Kind zersägt? Sie haben Teile von seinem Körper abgetrennt. Womit? Mit einem elektrischen Messer. Haben Sie das Kind lebend zersägt? Und dann haben Sie es getötet? Nein, Sie haben es leiden lassen. Aber das Kind ist trotzdem gestorben. Ja? Deborah erzählt vor unseren Kameras von Mord an kleinen Kindern. Eine neue, unerwartete Dimension in diesem Missbrauchfall. Auch für ihre Stiefmutter Fabienne. Deborah fühlte sich ohnmächtig, als sie all die Morde an den Kindern sah. Aber jetzt, wo sie sprechen kann, hofft sie, all den Kindern damit zu helfen, die das noch durchmachen. Sie haben einen Finger abgeschnitten? Einen Fuß. Solche Dinge. Sie haben einen Fuß abgeschnitten und es sterben lassen. Und sie haben es währenddessen missbraucht. Also er hat das Kind missbraucht? Und die anderen schauten zu. Der Missbrauch an kleinen Kindern ist traurige Normalität. Der Umsatz der Kinderschänder wird auf weltweit 300 Milliarden Euro beziffert. Davon allein rund 1 Milliarde in Deutschland. Das, was Deborah und Robert aussagen, die Beschreibung der Morde an den Kindern, im Fall Deborah vor einer Kamera, das ist nichts anderes als das, was man als Snuff-Video bezeichnet. Ein Snuff-Video ist ein Film, in dem ein Kind umgebracht wird, nachdem es gefoltert oder sexuell missbraucht wurde, bis es schließlich stirbt. Das ist ein Snuff-Video. Ça, c'est un Snuff-Video. À qui est-il destiné? Je ne sais pas.
Für wen es bestimmt ist, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe noch nie eines besessen und das ist um Gottes Willen auch nicht mein Wunsch. Aber was man wissen muss und was sehr wichtig ist, diese Filme sind der Antrieb eines parallel existierenden Marktes, der offensichtlich dank eines reichen Publikums funktioniert. Die Menschen, die sich in Anführungsstrichen so ein Programm kaufen können, sind sehr reiche Leute. Es bleibt uns nur noch übrig, sie zu identifizieren. Il reste à les identifier. Um zu sehen, wie ein Kind stirbt, zahlen diese Menschen 25.000 bis zu 1 Million Euro. Immer wieder stoßen wir bei unseren Recherchen auf Grenzbereiche, die so grausam sind, dass wir am liebsten alles beenden würden. Aber einfach verdrängen, dass all das existiert, können wir reinen Gewissens nicht mehr tun. Was glaubst du, was du hättest tun können? Ich weiß es nicht. Was zum Beispiel, wenn du sie hättest hindern wollen? Dann wäre ich vielleicht nicht mehr da. Du hättest wirklich nichts machen können. Sie waren doch viel größer und sehr viel stärker als du. Aber ich hätte es zumindest versuchen können. Si les révélations, les révélations nouvelles. Wenn sich die neuen Aussagen von Deborah, ihren Vergewaltiger betreffend, der sich, wie wir wissen, im Gefängnis befindet und bald frei sein wird, ich weiß nicht genau wann, ob in ein paar Wochen oder Monaten, wenn sich diese Fakten bestätigen, dann sage ich, Achtung, es droht Gefahr. Nicht nur für Deborah, sondern auch für die anderen Kinder, die sich in seinem unmittelbaren Umfeld befinden. Also Vorsicht, keiner kann später sagen, man hätte nichts davon gewusst. Denn es hätte gereicht, die ersten Opfer anzuhören. Achtung, es droht Gefahr. Ich rede für all die Kinder, die das noch durchmachen. Damit das aufhört. Also man soll es wissen, damit es aufhört. Was glaubst du, machen diese Kinder durch? Die Hölle. Was ist für dich die Hölle? Etwas, das man nirgendwo erlebt. Das Schlimmste, was sie in ihrem Leben jemals erleben. Jahre alt. Eine junge Frau, die versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Ein ganz normales Leben. Mit der Besonderheit, dass sie nichts von all dem vergessen hat, was sie durchleben musste.
Wenn ich jetzt rede, dann natürlich um diesen Film zu machen, um auszusagen, aber vor allem, damit man es hört und immer wieder hört. Damit die Leute wissen, dass es wahr ist, dass täglich Kinder vergewaltigt werden und sterben. Das ist die Realität. Und ich habe es erlebt, ich habe es gesehen und ich muss es endlich mitteilen. Auch wenn es nichts Schönes ist, aber ich muss es machen. Damit die Kinder das nicht mehr erleben müssen. Damit es weniger Vergewaltigungen gibt, weniger Morde. Damit die Leute aufwachen, die Realität begreifen. Damit es nicht mehr heißt, das Kind hat gelogen, das Kind fantasiert doch nur. Nein, das Kind sagt die Wahrheit und die muss man vor allem hören wollen. Gewalt gegen kleine Kinder, ritueller Missbrauch bis hin zur Menschenopferung. Das, was Noemi uns in den nächsten Tagen erzählt, gehört zu dem Unvorstellbaren, was Menschen tun können. Noemi wird durch ihren Vater und andere Täter, Männer aus allen sozialen Schichten, eingeweiht in Szenen der Barbarei, der Folter vor laufender Kamera. Wir brauchen Zeit und den nötigen Abstand, um all das, womit wir konfrontiert werden, verarbeiten und analysieren zu können. En fait, nous lui avons proposé de vivre quelque chose de différent, parce que l'approcher pour une interview quelques heures, en tirer le... Wir haben Noemi unsere Idee vorgeschlagen. Denn einfach mal kurz ein Interview zu führen, um das Wichtigste herauszubekommen, war unserer Meinung nach für solch schockierende Aussagen nicht unbedingt eine angemessene Maßnahme. Also haben wir sie nach Deutschland gebracht. Mein Team und ich, wir haben uns die Zeit genommen, ihr etwas anderes zu zeigen. Wir sind in den Nordosten Deutschlands gefahren, an die Ostsee. Dans le nord-est de l'Allemagne, sur la Baltique, pour la mettre en confiance, Wir wollten Noemis Vertrauen wecken und ganz viel Zeit haben, um in Ruhe mit ihr zu reden, um jederzeit die Möglichkeit zu haben, ohne zeitlichen Druck, aufs Neue mit ihr zu reden. Um über eine Vergangenheit zu sprechen, die inzwischen beinahe 10 Jahre zurückliegt, und sich noch einmal in die Situation von damals hineinzuversetzen. Das war keine leichte Angelegenheit, aber ich glaube, in dieser Umgebung haben wir genau das erreicht. Je crois que nous avons recueilli ça au terme de ce séjour. Vier Tage dauern meine Interviews. Bis weit in die Nacht versuchen wir gemeinsam, uns den schrecklichen Fakten zu nähern. Der sexuelle Missbrauch beginnt mit 5. Als Noemi 8 Jahre alt ist, wird sie entjungfert. Das war kurz und brutal. Sie machten es halt mit mir und meiner Cousine Camille. Das war's. Eines Tages sagte mein Vater mir, wir fahren zu meinen Cousinen. Ich war gern da, weil ich sie sehr mochte. Im Haus waren mein Onkel André und meine Cousinen Camille und Marie. Und dann haben sie es getan. Sie haben uns ausgezogen, Creme zwischen die Pobacken gemacht und uns vergewaltigt. Einer nach dem anderen. Meine größere Cousine Marie war bereits keine Jungfrau mehr, glaube ich. Und es war der erste richtige Akt für dich, wenn ich das so sagen darf. Ja. So kann man das sagen. Gleichzeitig haben wir gelernt, mussten wir lernen, was Fellatio bedeutet und wie man das macht. Ja. Der Vater überschüttet Noemi mit Liebe. Er sagt dem kleinen Mädchen, seine Berührungen seien etwas ganz Natürliches. Sie wird ihm hörig. Und er verrät ihr schließlich sein großes Geheimnis. Ein unterirdisches Kellersystem, darin Kinder, eingesperrt in Käfigen.
Noémie wird zur Komplizin ihres Vaters. Die Kinder blieben dort unten niemals lange am Leben. Nur solange sie vergewaltigt und gefoltert wurden, und dann hat man sie getötet. Das war's. Die Kinder waren da unten alleine, hätten niemals fliehen können, denn sie waren zu heftig geschlagen worden, zu oft vergewaltigt, voll Drogen gestopft oder tot. Mein Vater und die anderen Männer hatten das kleine Mädchen bereits vergewaltigt. Ich bin reingekommen und war irgendwie eifersüchtig, weil ich wusste, dass mein Vater damit gemacht hatte. Dann aber stellte sich so ein Gefühl von Zufriedenheit bei mir ein. Wahrscheinlich, weil ich an dieser Zeremonie teilnehmen durfte. Denn von all den Kindern, die zu diesem pädophilen Netz gehörten, den Männern dienen mussten und von ihnen vergewaltigt wurden, war ich die Einzige, die das sehen durfte. Also, anstatt nur benutzt zu werden, durfte ich selber aktiv werden. Sie sagten mir, ich solle Wasser kochen, um das Kind damit zu verbrühen. Währenddessen schlugen sie das Kind, erst mit einem Gürtel, dann mit einem Stock, haben es mit einer Zigarette verbrannt, ihr dann die Haare abgeschnitten. Mir sagten sie, ich solle die Klitoris des kleinen Mädchens abschneiden. Ich wusste nicht, was das ist. Sie haben mir nicht konkret gesagt, die Klitoris. Sie haben sie mir gezeigt und gesagt, du musst das abschneiden. Mein Vater hat mir gesagt, ich muss das jetzt machen. Hat mir gezeigt, wo und wie ich schneiden soll. Und das tat ich. Ich werde nicht zum ersten Mal mit derartigen Horrorszenarien konfrontiert. Dennoch kostet es auch mich Überwindung, auf das Grauen der geschilderten Erfahrungen einzugehen. Noémie berichtet mir von ungefähr 10 Kinderopfern in nur einem Jahr. Sie zeigt mir auf einem Plan, wo sich die Eingänge der Katakomben befinden. Bis heute wird die Existenz des Kellersystems von Saint-Victor von der Justiz verleugnet. Ich habe Jacques Berthelot kontaktiert. Er stimmte zu, sich noch einmal dem Fall Noémie zu widmen. Wir fuhren gemeinsam nach Saint-Victor, dem Dorf, wo all das passiert ist. Wir wollten noch einmal Schritt für Schritt den ganzen Beweisen nachgehen, die er damals als Ermittler der Kinderorganisation CIDE herausgefunden hatte. Il est même l'auteur d'une attestation dans lequel, puisque le cœur du problème à Saint-Victor, c'était. Das Problem an Saint-Victor, an diesem Fall, ist jedoch, dass die Existenz der unterirdischen Gänge komplett verneint wird. Berthelot machte damals bei der Polizei eine schriftliche Aussage, in der er jedoch die Existenz der Gänge bestätigte. Deshalb sind wir mit ihm noch einmal nach Saint-Victor gefahren, um uns zusammen anzuschauen, was er damals recherchiert hatte. Afin qu'il puisse, qu'il puisse nous montrer et revoir, revoir ensemble les éléments qu'il avait trouvés à l'époque. Près du château, nous avons retrouvé. Nicht weit von dem Schloss entfernt haben wir einen Eingang zu einem unterirdischen Gang gefunden. Einen Eingang, der mit einem Stück Blech bedeckt ist und in dem sich giftige Schlangen befinden. Es handelt sich um einen unterirdischen Gang, der schon seit Jahrhunderten existiert, aber heute für uns nicht mehr zugänglich ist. Denn schon nach circa einem halben Meter kommt in dem Gang eine Mauer aus Stein. Nul ne pourrait nier l'existence. Un peu plus haut, au-dessus de la route.
Etwas höher, oberhalb der Straße im Wald, gibt es einen weiteren Eingang, der heute mit einer Betonplatte verschlossen ist und der laut unserem Plan in direkter Verbindung mit dem ersten Eingang steht. Noémie spricht von einem weiteren Gang, der auf direktem Weg die Dorfkirche mit einem roten Haus verbindet, das Haus, in dem ihr Vater wohnte und als Tischler arbeitete. Et dans lequel il exerçait sa profession, ébéniste. Wir sind in die Kirche gegangen und der Eingang, der von den Kindern beschrieben wird, unterhalb des Altars, ist zubetoniert. Man sieht deutlich, dass das erst vor kurzem passiert sein muss. Ich war schon mehrmals in Saint-Victor. Es gibt da unterirdische Gänge. Ich hatte damals die Gelegenheit, davon Fotos zu machen. Diese Fotos habe ich in die Hände des stellvertretenden Leiters der Polizei von Privas gegeben, Morin. Nein, entschuldigen Sie, Maron. Er sollte sie zu der Akte mit dem Protokoll meiner Anhörung legen. Diese Anhörung hatte ich im April 1999 bei der Polizei gemacht. Doch die Akte ist ganz plötzlich verschwunden. Weder die Fotos noch das Protokoll meiner Anhörung sind aufzufinden. Warum passiert immer das Gleiche? Warum werden die mutmaßlichen Täter nicht zur Verantwortung gezogen? Jahrelange Recherchen führen mich immer wieder zu dieser einen Erklärung. Viele der Täter sind hochgestellte Persönlichkeiten, haben die Macht, sich gegenseitig zu schützen. Und es ist viel Geld, sehr viel Geld im Spiel. Noémie berichtet von Kindern, die vor laufender Kamera vergewaltigt, gefoltert und geopfert werden. Diese sogenannten Snuff-Videos kosten als Duplikat bis zu 20.000 Euro. Ich kam rein, die Vorhänge waren zugezogen, es war dunkel. Auf dem Boden lagen Teppiche. Sie sagten mir, ich solle mich setzen und ich habe mich gesetzt. Es gab einen Tisch, an dem die Priester standen. Sie waren in lange, dunkelrote Roben gekleidet, fast schwarz. Und sie kreisten um den Tisch und sangen. Das Ganze dauerte recht lange. Da war etwas in ein Tuch gewickelt, das die gleiche Farbe hatte wie ihre Roben. Es wurde zum Tisch gebracht. Es war ein Kind. Mein Großvater trug es in seinen Armen. Mein Bruder Pierre stand neben ihm. Mein Großvater Maurice zeigte dann meinem Bruder, wie man das Kind tötet. Mein Bruder tötete es. Das Kind hat natürlich geschrien. Sie sprachen noch einige Gebete und wir mussten rausgehen. Nach ungefähr einer Dreiviertel bis einer Stunde, ich weiß nicht mehr genau wie lange, kamen sie raus. Die Zeremonien liefen immer ungefähr gleich ab. Dann gab es ein Essen auf der Terrasse. Da waren zwei große Platten, gefüllt mit Fleisch. Heute weiß ich, es war Menschenfleisch. Du glaubst, du hast Menschenfleisch gegessen? Ja klar, ich bin sicher. Das gehörte zur Weihe dieser Sekte. Man wird zum Mitglied gemacht, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Man muss eben an einigen schwarzen Messen teilnehmen und bestimmten Ritualen folgen. Damals habe ich das alles nicht wirklich verstanden. Heute, mit Abstand, denke ich, was ich bei den anderen Kindern machen musste, nämlich Teile ihres Geschlechtes abschneiden, war ebenfalls Teil dieser Rituale. Das gehört normalerweise nicht zu den üblichen Snuff-Movies dazu. Es war eben mehr oder weniger eine Weihe, um Mitglied dieser Sekte zu werden.
la seule initiation que ça pouvait être, c'était à la secte, indépendamment d'elle, mais pourtant. Et l'aboutissement ? Die Rituale laufen auf nichts anderes hinaus als auf Kannibalismus. C'est du cannibalisme. Oui. Ja. Weder abwesend noch verwirrt, eher kühl und klar. Wenn sie sich an etwas nicht erinnert, gibt sie es zu. Irrtümer korrigiert sie sofort. Wie konnte Noemi das alles aushalten? Kann man ihr überhaupt glauben? Wir fahren mit ihr nach Berlin zu der Psychologin Ariane Ehinger. Wenn wir hören, was Noemi über die Vorgänge in diesem Keller erzählt, geht es uns so, dass Bilder entstehen und diese Bilder müssen wir ganz schnell wegschieben, weil wir sie nicht ertragen können. Mir jedenfalls ging es so, als ich hörte, was diesen Kindern dort im Keller angetan wurde. Wenn wir uns das vorstellen, wie es uns geht, wenn wir das nur schon hören, und Noemi musste das als Kind erleben, können wir ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was sie mit ihren Gefühlen anstellen musste. Nämlich die völlig beiseite schieben. Und das hatte sie ja schon gelernt, schon durch den sexuellen Missbrauch, der mit 5 Jahren anfing. Also sie hat praktisch den Roboter in diesen Keller geschickt. Und das Kind blieb zu Hause. Und dort führte sie die Befehle aus, die der Vater gegeben hat. Und war gleichzeitig eingebunden in das Geheimnis und hatte nach wie vor diese besondere Stellung beim Vater, von der sie natürlich auch sehr abhängig war. Sie hatte nur den Vater. Ansonsten war sie ja völlig isoliert. Zur Mutter keinen guten Kontakt, da sie entfremdet, der Mutter entfremdet war. Und ansonsten war sie auch sehr zurückgezogen. Nach dem Gespräch mit der Psychologin Ehinger wird auch mir immer klarer, wie der Vater sie schon als kleines Mädchen regelrecht programmiert. Noemi kann das Schlimmste ertragen, weil sie sich in 2 Persönlichkeiten spaltet. Einen Roboter, der wie ferngesteuert die Befehle ihres Vaters ausführt. Und das kleine Mädchen, das zu Hause mit ihren Puppen spielt. Es gibt ein paar Faktoren, die zusammenkommen, aufgrund derer ich sage, sie ist absolut glaubwürdig. Das eine ist, dass sie heute als 18-Jährige dasselbe, auch im Detail dasselbe wiederholt, was sie schon als 11-Jährige gesagt hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sie wirklich die Dinge im Detail beschreibt und sich nie widerspricht. Also die Dinge nie anders darstellt, als sie sie schon dargestellt hat. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, dass ich sie so erlebe, wie ich wirklich auch andere traumatisierte Personen schon erlebt habe. Nämlich die große Distanz, mit der sie über die Dinge spricht, die sie erleben musste. Das klingt vielleicht paradox, aber gerade das ist für mich auch noch ein Zeichen der Glaubwürdigkeit. Und sie tut nichts dazu, also sie versucht nicht zu erscheinen, als Opfer zu erscheinen. Sie sagt ja auch, das Opfer, mit dem will sie nichts mehr zu tun haben. Sie wirkt absolut authentisch, wenn man den Hintergrund bedenkt und den Hintergrund hat, dass sie diese Distanz aufrechterhalten muss, weil sie sonst zusammenbrechen würde. Also ich habe überhaupt keine Zweifel daran.
Die Justiz hat den Fall Noemi zu den Akten gelegt, obwohl mehrmals ihre Glaubwürdigkeit bestätigt wird. Warum nur will sich niemand mit den Fakten auseinandersetzen, die sogar über die Grenzen Frankreichs hinausgehen? Wir fuhren nach Tournon, zu einem Paar. Dort stellte mein Vater mir Marc Dutroux vor. Er sagte mir, das ist Marc, ein Freund von mir. Ich musste ihn mit Küsschen begrüßen und dann ging ich weg. Das Gespräch zwischen den beiden Männern interessierte mich nicht. Mir war es damals als Kind egal, was Erwachsene miteinander besprachen. Also ich begrüßte ihn und ging spielen. Als die beiden fertig waren, sind wir wieder gegangen. Und einige Monate später sind wir wieder dorthin gefahren. Mein Vater und Marc Dutroux sprachen miteinander und ich ging wieder spielen. Marc Dutroux, auch bekannt als das Monster von Charleroi, dem Kinderschänder, wird die Entführung von 6 Mädchen zur Last gelegt. 4 starben, 2 überlebten die sadistische Gefangenschaft. Wir alle kennen den Fall Dutroux. Er war damals das Gesprächsthema in Europa. Heute befindet sich Marc Dutroux als einziger im Gefängnis. Und es hat den Anschein, dass dieser Fall ein rein belgischer Fall bleiben soll. Semble-t-il, risque de rester belge. Et ce que nous amène Noémie. Aber mit all dem, was Noémie heute aussagt, und wenn sich ihre Aussagen bestätigen, hätten wir einen französischen Bezug im Fall Dutroux. Denn Noémie lebte damals im Ardèche-Tal, als sie Opfer der Gewalttaten wurde, die sie uns heute beschreibt. De Valence, lorsque les victimes de... Und Noémie sagt, 1995 habe sie dort Marc Dutroux zweimal zusammen mit ihrem Vater getroffen. En 1995, cet aspect-là. Dieser Aspekt wurde bisher in den polizeilichen Ermittlungen noch nicht berücksichtigt. Aber wenn es so sein sollte, dann würde sich durch Dutroux' Auftauchen in Frankreich ein ganz neues, ein europäisches Kapitel in Sachen Pädophilie öffnen. Dans une affaire de pédophilie française cette fois-ci. Eigentlich müsste ich im Prozess gegen Marc Dutroux aussagen. Nicht wegen Vergewaltigung und all diesen Dingen, sondern einfach nur, um die Verbindung zwischen Marc Dutroux und Frankreich aufzuzeigen. Ich beschreibe genau das, was Marc Dutroux in Belgien gemacht hat, und ich habe ihn in Frankreich gesehen. Meine Geschichte ist also der Beweis dafür, dass es sehr wohl ein pädophiles Netz gibt. Dass die Pädophilen ein Netz organisiert haben, um Kinder töten zu können, um Kassetten herzustellen, um Kinder zu vergewaltigen. Es sind nicht irgendwelche Amateure, die Videofilme aufnehmen, oder irgendwelche Verrückte, die Kinder entführen und umbringen, um ihre persönlichen sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Nein, es ist ein professionell geführtes Netz mit einem großen Markt für Pädophilie, einem Angebot an Kassetten, pädophilen Fotos und Snuff-Movies. Und mein Vater und Marc Dutroux gehören auch zu diesem Netz.
10 Jahre alt ist, endet für sie das Martyrium. Bis heute lebt sie versteckt an einem uns bekannten Ort in Südeuropa. Sie ist jetzt volljährig und sie ist entschlossen, endlich selbst die Initiative zu ergreifen. Noemi wird Anzeige erstatten. Gegen die Täter, die sie alle kennt. Wegen sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung und Mord. Ich werde nicht die ganze Welt darum bitten, mir zu glauben. Jeder soll glauben, was er will. Ich weiß, dass ich die Wahrheit sage. Punkt. Ich brauche nicht die Gewissheit, dass mir alle glauben, um zu wissen, dass ich die Wahrheit sage. Nein. Ich kenne das Gewicht meiner Aussagen. Es ist die Wahrheit. Ob die Leute mir glauben oder nicht, ist ihr Problem. Ich weiß nur, dass es viele Menschen betrifft. Jedes Kind kann entführt und vergewaltigt werden. Das geschieht jeden Tag. Viele glauben mir vielleicht nicht, weil es zu unfassbar ist. Weil es zu... Ich weiß es nicht. Sollen sie es halten, wie sie wollen. Ich weiß nur, es werden jeden Tag Kinder gefoltert und getötet. Indem ich Anzeige erstatte, übernehme ich Verantwortung. Gegenüber der Gesellschaft und gegenüber den Kindern.